So, dann, was haben wir noch, meine Damen? Ach so, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau. Und sie war gestern schon mal hier. Wir haben eine Anzeige von ihr in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Sie möchte gerne Sprichwörter und ihre Lieder und auch ihre Mode im Fernsehen vorstellen. Dann haben wir angerufen und dann hat sie mit uns gesprochen. Und das war so interessant, ja, dass wir sie eingeladen haben. Gestern hatten wir leider nicht mehr viel Zeit, um mit ihr weiter über ihre Projekte zu sprechen. Deswegen haben wir sie heute wieder eingeladen. Gestern haben wir sie nominiert für den Rap der Woche. Heute ist sie zum zweiten Mal schon hier. Herzlich willkommen, hier ist Xiu Fu Yang Möller. Herzlich willkommen. Xiu Fu. Nehmen Sie Platz. Xiu Fu Yang Möller. Das ist aber toll, dass Sie heute noch mal Zeit hatten. Ja, zu uns Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sie haben ja gestern schon ein Sprichwort vorgetragen. Ja. Ist das ein Hobby von Ihnen, Sprichwörter zu sammeln? Das ist mein Hobby, auch mein Studium in China. Ja. Das ist auch mein Beruf. Ah, das war ist, mein Beruf. War Ihr Beruf in, ja, ja. In China. Sie haben was studiert? Ich habe Literatur studiert. Ah. Erst war ich Tänzerin, dann Schauspielerin, dann bei Fernsehen Chefredaktion. Ja? Dann Regisseurin, Autorin, Produzentin. Aber in Deutschland bin ich noch nichts. Aber Sie haben auch schon beim Fernsehen gearbeitet in China? In China, in China. Ah, das ist auch selbst moderiert? Ja, habe ich einen Film selbst geschrieben, produziert. Ja. Geschrieben und produziert. Und ja. Sie haben gestern dieses Sprichwort hier zum Besten gegeben. Ja? Oh ja. Ich mache es noch mal kurz, ich lese es noch mal vor. Und zwar, wer eigene Fehler nicht korrigiert oder beseitigt, sondern versteckt, wird noch mehr Fehler begehen. Je mehr Fehler Sie verstecken, desto mehr Selbstbetrug begehen Sie. Selbstbetrug ist auch Selbstmord. Selbstmord sollte Ihr Leben natürlich zuletzt beenden. Was? Ja? Verstehe ich nicht das Sprichwort. Egal. Aber wenn Sie keinen Selbstmord begehen wollen, müssen Sie sofort stoppen, Ihre Fehler zu verstecken. Auf wen haben Sie Ihre Schuld abgewälzt? Wen müssen Sie sofort freisprechen? Ja. Ja. Und das heißt? Das heißt? Ja. Das heißt, man soll eigene Fehler sofort korrigieren. Das heißt. Sofort korrigieren. Ah, okay. Und diese Sprichworte, ja, die singen Sie auch? Ja, ja, natürlich. Zu welchen Melodien? Internationale. Internationale Melodien? Ja, ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Das heißt, Sie können uns dieses Sprichwort jetzt auch vorsingen? Natürlich. Jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen. In Deutsch, ne? Oder? Okay. In Deutsch, in Englisch oder in Chinesisch. Oder drei. In drei Sprachen. Was? Deutsch, Englisch und Chinesisch können Sie? Okay, dann singen Sie uns das doch mal vor. Ja, ja. Soll ich hier aufstehen oder einfach so? Sie können auch sitzen bleiben. Ach so, sitzen bleiben. Ja, ja, ja. Okay. Ist nicht so anstrengend. Dann Achtung, bitte. Ja. Perfekt, jede hat viele Fehler, aber wenn die eigene Fehler nicht korrigieren und zu lang geworden, wenn das Ganze lief. Das wäre zu lang. Da hören wir uns lieber noch ein Stück an, oder? Und Sie machen auch Mode. Sie machen auch Mode. Ja. Das, was Sie anhaben, ist Ihre Kreation? Das ist da einfach so ein flaches Tuch. Ja. Ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Wenn ich mein Kleider aufknüpfe, dann das ist einfach flaches Tuch.
Ein flaches Tuch? Ah, ja, okay. Ich habe einfach mit Schlaufen zusammen geknüpft und das ist einmal. Das ist auch meine Erfindung. Erster Schritt meiner Erfindung, geometrische Hightechnik für alle Anwendungen. Ah! Ja. Ja, natürlich. Das ist ja klar. Das haben Sie erfunden? Ja. Vor 6 Jahren habe ich es schon erfunden. Deswegen, was in dieser Welt passiert, egal was, Weltkrieg und so weiter, alles um meine Erfindung zu besitzen. Man kann nicht begreifen. Ja. Und kann man das schon irgendwo kaufen? Oder? Jetzt versuche ich gerade meine Moden zu vermarkten. Deswegen haben Sie meine Anzeige gelesen. Ja, natürlich. Ja, was würde sowas kosten hier? Das ist eigentlich sehr günstig. Zum Beispiel diese Stoff habe ich nur mit ein paar Mark gekauft. Ja. Ja, und wenn eine Hersteller meine Mode, die Kalkulation ist sehr günstig. Günstige Kalkulation. Man kann mit 10 Euro oder 20 Euro meine Mode schon kaufen. Ah, okay, das ist doch interessant. Vielleicht sieht es ja hier jemand und sagt, ja, das machen wir. Ja. Aber Vielleicht legen Sie auch noch eine Kassette dazu oder so, wo Sie ein bisschen was über die Mode erzählen. Das würde, glaube ich, noch besser laufen dann. Ja, vielleicht können wir zusammenarbeiten weiter. Selbstverständlich. Ja. Haben Sie noch ein Sprichwort, was Sie uns erzählen können? Eine Weisheit? Natürlich. Ja? Ja, natürlich. Ich habe eine große Menge. Ja. Ja. Dann tragen Sie doch noch eins vor. Das würde mich noch ein Sprichwort hätte ich noch gerne. Ja, okay. Auf Deutsch natürlich. Auf Deutsch, ja. Zukunft bestätigt immer die Vergangenheit. Zukunft ist der Einspiegel der Vergangenheit. Zukunft ist eine Entwicklung der Vergangenheit. Ja. Zukunft gleicht alles aus. Zukunft ist das beste Gericht unserer Welt. Deswegen, mit meiner Leiche können die Mafias mein alles auch nicht besitzen, weil meine Leiche auch die Zukunft sein muss. Alle Verbrecher zu bestrafen. Ich sage Ihnen ehrlich, was ich erfunden habe, wurde die ganze Zeit plagiert, verkauft. Deswegen habe ich einfach dummerweise Anzeige in Zeitungen gegeben. Ich habe gar keine andere Wahl. Ach so. Ja. Ich habe unzählbare Moden schon designt. Und die ganze Zeit wurde plagiert. Ich lebe jahrelang von Sozialhilfe. Also das sind Plagiat. Leute machen aus ihren Sachen Plagiate? Ja, natürlich. Das geht doch nicht. Auf TV5, das war eine Modeshow. Sie haben meine Mode aus eigener Kollektion. Das war sensationell auf TV5 in Paris. Ich war am Schreibtisch zu essen und ich dachte, oh, das ist wirklich einmalig. Ja. Denn zuletzt habe ich gesehen, das ist alles mein. Ja, wir versuchen Ihnen da, ja, vielleicht kriegen wir. Ja, vielleicht zieht uns ja einer zu und möchte die Mode vermarkten. Ja. Ne? Ja. Das wäre super, wenn das jemand machen würde. Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Okay. Vielen Dank, dass Sie nochmal zu uns gekommen sind. Ja. Xiu Fu Yang Mella, meine Damen und Herren.